Und damit, liebe Freunde, moin moin, servus, grüß Gott, grüßt euch. Oder einfach nur hallo, 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 ich hab's heute mal wieder auf unserem Kanal, der Glorious Schwab hier. Aus seiner Küche mal wieder. Ja, es ist halt hier Einzimmerwohnung in For the Win, was soll ich sagen. Lasst euch davon nicht stören. Heute gibt's ein Video zum neu erschienenen Tower of Fantasy Spiel. Und der liebe Reog und ich, wir haben uns beim Release die ersten Stunden um die Ohren geschlagen, oder die Nacht um die Ohren geschlagen, besser gesagt, um ein paar Stunden zu spielen. Und davon möchte ich euch jetzt quasi zusammengeschnitten ein bisschen was zeigen, was wir so gemacht und erlebt haben. Ist jetzt nichts Großartiges, ne? Ist keine großartigen Erklärungen, wie was funktioniert, werdet ihr da nicht sehen. Aber ich denke, ihr werdet erste Eindrücke gewinnen können, dafür ist das Video da. Ich habe noch vor, ein paar mehr Videos zu machen, vielleicht auch mit Reog zusammen. Raids, Bossfights, PvP-Erklärungen, wie was vor Waffen überhaupt, etc. pp. Ich hoffe, ihr habt da Bock drauf, ich hab da Bock drauf und in diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video und lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Wir geben uns gerade echt saumäßig viel Mühe für den Kanal, droppen gerade täglich Videos und es wäre wirklich brachial schön, wenn wir da auch ein bisschen Unterstützung jetzt von euch kriegen. Wir machen das immer noch just for fun, gar keine Frage, aber natürlich ist es einfach schöner mit einer Community, die auch ein bisschen aktiv dabei ist und rewardet uns einfach auch ein bisschen für die Mühe, die wir uns geben. Das wäre sehr, sehr schön. Wenn ihr irgendwelche Kritikpunkte habt, dürft ihr sie natürlich auch gerne äußern, ne, damit wir uns verbessern können. Und in diesem Sinne jetzt aber wirklich viel Spaß mit dem Video. Dankeschön. Dann starte ich auf den Zum Glück habe ich mir vorhin schon meinen Charakter erstellt. Same. Ah, schlauer. Schlauer Schwabe. Ja, warte, dann kann ich dir auch streamen noch. Ich werde es jetzt auch nicht überspringen, weil ich das sehen will. Aber du hast deinen Bildschirm gar nicht an. Ja, doch. Nö. Hello. Ja, und siehst du bei mir das Spiel oder Discord? Das Spiel. Wie wechselt man den Server? Ah, ja. Ah, schnell den Server finden, bevor es Warteschlange ist. Wo ist unser Server? Da. Oh, der scheint beliebt zu sein. Ha! Wir drin. Also du überspringst mich. Und ich will schon einmal angucken. Da guck ich es mir auch an. Hä, hey, wieso muss ich jetzt... Wofür habe ich mir jetzt einen Char ausgewählt? Weiß ich nicht. Vielleicht spielst du mit dem am Anfang, bevor du die anderen bekommst. Ja, wofür habe ich jetzt einen erstellt, so, weißt du? Naja, keine Ahnung. Okay, actually, ich überspringe das. Ich bin eh schon durch. Hä, hey, der sieht nicht so aus wie der, den ich vorher angegeben habe. Habe ich doch gerade gesagt. Kann ich mich einfach Ryuk nennen oder ist das schon vergeben? Also nee, ich hab mich Schwabe TTTV genannt. Ha, Ryuk geht. Ja, super. Hat sich der Charakter ja gelohnt. Vielleicht kommt das hin. A mine. This wasn't mentioned in the intel. Energy reserves are low. Please don't fail me now. Ja, dass es jetzt schon geht, ist natürlich cool. Ja. Those monsters are in here. Oha. Die Hunde sind voll spooky. Ach, ich mag das, dass du auf dem Bildschirm rumklicken kannst und es dann so leuchtet. Okay, Kampfsystem ist wie bei Genshin. Aber 1:1. Ja. Ah, die Tastenbelegung muss ich noch ändern. Springen, ausholen. Oh, meine Aufnahme leckt. Ah, warum leckt? Weiß ich nicht. Hey, hier ist eine Kiste. Noch so leer gehen muss. Egal. Jetzt spiel. Wird schon irgendwie gehen. Boah. Erleuchtet, kann ich den kaputt machen? Lauf mal, ja. Lauf mal gegen so, gegen diese
Zäune, die ein bisschen elektrisch sind. Und sieht einfach sein Skelett. Ah, wo ist denn elektrischer Zaun? Bei mir. Ich hab Vollbild, ich sehe leider nicht, was du machst. Ja. Geh halt kurz raus. Warte, ich muss den Kristall hier schlagen. Ja, ich bin doch schon da. Aber wo ist dein Stream? Da. Lol. Geht das hier kaputt? Ja, man muss noch lange schlagen. Oh. Bitte renn die Wand vor dir hoch. Ja, das ist wie bei Genshin auch mit dem Klettern. Oh. Ja. Kommen die alle her, da sind zu viele. Trio wieder vorgerusht. Und gar nicht. Nur ein bisschen. Freezing. It's freezing. Oh, einfach schon ein Endboss oder was? Mehr oder weniger. Oh, coole Kampfszene. Ah! Server auswählt später. Ja. Geschrieben habe ich es im Glücksgarten, mehr kann ich nicht sagen. Aha, Schwabe ist weiblich. Ganz elementar, woher weißt du das? Einfach dagegen schlagen. Achso, aber du zuguckst. Oh, bei mir ist gerade Uploading. Alter, das sind der Heckspiele, holy fuck. Ja. Ja, das ist mit der kaputt. Slow. Nicht low. Sieht ja bisher ganz cool aus. Ah, da kann man springen. Ja. Moment, sie passt aus. Was sind sie? Oh nein. Ja, jetzt bin ich beim Ladeball. Fazit zum Intro-Sequenz, Juk. Ja, sagen, die ist süß, aber ich weiß nicht, wie alt die ist. Das war natürlich jetzt, ja, genau da. Ja, achso, sollte sorry. Es jetzt natürlich gehen, ja. 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 Hat was. Aber kommt natürlich aufs Gameplay an. Ja, bisher war es halt Genshin. Und Genshin Gameplay war ja nicht kacke. Genshin war halt nur irgendwann lang. Die ist sehr klein. Fight me. Muss fight me, fight me. Das ist eine. Die Jungen überlassen. Nein. Was? Weil
OBS. Ah. Und jetzt nicht. Mach Nuggets. Was? Wer hat Nuggets? Tschüss, Gabel. Ich hab noch ein paar Nuggets. Da ich die Szene hier gerade eh nicht mitbringen kann. Das lasse ich drin in Ruhe. Perfekt. Das, was ich davor gesagt habe, schneidest du aber raus, oder? Hey, du meintest die Kleine. Ja, schwierig. Also Shirley, nicht mir. No need to worry. Where am I? Warte mal auf dich. Hätte ich auf der Karte irgendwie gesehen? Was ist das denn? Ja, auf der Karte des P2 oder P1 bin ich bei dir. Testen. Ja, dann gehen wir mal weiter zu dem Punkt, wo wir hin müssen, oder? Du musst ja auch da hoch wahrscheinlich. Was leuchtet hier? Ah, eine Truhe. Hä? Ah, da ist es bei dir hier nicht? Doch, aber ich check's nicht. Forciert, also perfekt kostet was und forciert nicht. Ich weiß ja nicht, ob es sich lohnt, den Schlüssel zu benutzen. Hast du es gemacht? Nö. Oder jetzt kann ich nichts mehr machen, weil du es gemacht hast. Ah, hast du Sachen erhalten? Weiß ich nicht, was hast du gekriegt? EP und noch irgendwas anderes. Hey, hier lag ein Kopfsalat. Hey, ist noch ein Kopfsalat. Hier ist noch ein Kopfsalat. Da ist ein Hase. Gib mir Essen. Hier leuchten überall Sachen auf dem Boden. Oder in Büschen. Ist ja cool, dass man das alles so einsammeln kann und was davon hat. Mach Musik. Ich mache auch mit. Mit mehr Leuten, das ist bestimmt lustig. Warte, ich will auch noch eins. Okay, das ist actually lustig. Okay, ich war aber nicht ablenken lassen. Ah, jetzt hast du auch so eins gefunden, ne? Ich mach das mal. Viel Erfolg. Mit der Karte oder ohne? Hm, ja. Kannst du mir sagen, was du hältst? Oh, da hinten ist ein Gegner. 1200 EXP, Waffenteil, Matrix, Geflügel, Waffenbatterie. So schnell konnte ich gar nicht lesen, was ich alles gefunden habe. Voll mehr bekommen als ich. Hast du mal Raiden hier? Ja, ist so. Oben ist noch eine Kiste, die wir wollen. Da unten sind auch Kisten, die wir wollen. Oh, die haben einen Level 12er Boss, ich glaube. Aber wir sind zu zweit, das schaffen wir schon. Ah, der hat mir Damage gemacht. Ich muss Kopfsalat essen. Warte, ich bin beim Essen. Ah, der tut tatsächlich Energie auf, Leben wieder auffüllen. Aua, machen die Damage. Ah, du kannst sie nur alle 30 Sekunden essen. Help me! Ich hab den Boss an der Backe. Ja, nein, weg geht ab, dann kann ich den Rest machen. Oh. Ich kann gleich wieder essen. Wo ist der Boss hin? Da hinten ist eine Kiste. Da ist er. Ah! Ich muss erst einen Kopfsalat essen. Ah, ich warbe! Da hat Akku auf mich. Alter, dann kriegen wir nicht die Kiste, während ich den Boss mache. Nein, ich kämpfe doch gerade mit dem Boss, Alter. Da oben ist noch einer. Den schaffen wir zusammen. Ich glaub nicht.
Wir müssen nur das Schild dann kriegen. Okay, nein, absolut nicht. RIP. Lass einfach versuchen, die Kisten einzusammeln. Ah, du bist tot? Du musst mich im Lager wiederbeleben? Oder kannst du mich wiederbeleben? Weiß ich nicht. Versteht, ich soll mich im Lager wiederbeleben. Ah, warte. Naja, kann ich nicht. Das ist ja bescheuert. Ah, okay, ja, dann sollten wir vielleicht nicht gegen die kämpfen hier, wenn wir noch Level 6 sind. Vielleicht sollten wir erstmal dorthin, wo wir hin müssen. Ist ja auf der Karte eingezeichnet. Aber wie kommen wir da hoch? Leiter, ne? Wahrscheinlich. Oder klettern. Ja. Guck mal. Mhm. Ach so, toll. Au. Ah! Das Vieh greift mich an, weil ich es rumgeworfen habe. Per zu sein, würde ich dich da aber auch angreifen. Hast du auch wieder 20 dank dunkle Steine gekriegt, nachdem ich das aufgemacht habe? Ich glaube, das sind die Vorregistrierungsbelohnungen. Oder kannst du das selber aufmachen? Ich hab's auch aufgemacht, ja. Ich glaube, das soll das sein hier, diese ganzen Dinge. Ein Typ. Immer nichts machen. Vielleicht sollten wir hier dann erstmal alles abgrasen. Nein! Das Vieh hat mich gebaitet. Wo bist denn du? Runtergefallen. Hey, ich bleib oben. Ja, ich bin schon wieder da. Wir müssen da rüber, ne? Oder? Das Ding ist, ich will diese Kisten hier nicht übersehen, die ganzen Lieder. Aber... Wie wechsle ich die Waffe? Machst du doch die ganze Zeit mit E und R oder was das war? Kann man das Ding hier kaputt machen oder so? Nein. Ja, dann... Wollen wir dahinter müssen wir, oder? Ah. Hey, da unten ist noch jemand. Ah? Hört ihr auch die Sequenz? Nee. Gerade eine Sequenz, als ich da runter geflogen bin. Ich bin aber halt auch nach oben gesprungen, nicht nach unten. Ich habe auch hier so eine lila Kiste. Oben ist noch eine. Nachweis der Sonderbestellung. Ja. Bobinen! Alter! Geh! Ist ja nicht für Feuer, okay. Komm ich jetzt an Feuer? Du dich eigentlich schon wieder rum? Siehst du doch auf der Karte. Ja, schon, aber. Ja, ich wollte dahin gehen, wo wir hin müssen. Und dann hast du gesagt, bei dir ist noch.
Eine Kiste. Kiste. Ja. Oh Gott, ich hänge am Baum fest. Ich habe einen Schwarzkern erhalten. Nachweis der Sonderbestellung. Ja, das habe ich gerade auch gekriegt. Ich habe so einen Löwenzahn kaputt gemacht. Okay, es ist echt weird, wie man die Sachen bekommt hier. Ah, hier kann man kochen. Mhm. Ja. Wo war denn die Kiste, wo du gerade aufgemacht hattest noch? Komm mit. Da oben. Was ist das hier? Ah! Bienen! Habe ich vorhin erst gemacht und gesagt. Ja! Woher soll ich da wissen, dass das hier war? Oh Mann, Mann. Da oben? Mhm. Und ich komme wieder nicht hoch. Oh, ich bin nicht wirklich weit geflogen. Oh, war vielleicht auch da hinten oben. Ich glaube, hier waren wir nämlich da vorhin. Hinten oben. Ja. Oder waren hier wir nicht oben. Hier oben vorhin? Ja, ich gehe mal hier hoch. Ja, kann auch da gewesen sein, doch. Ich kann nicht fliegen. Warum kann ich nicht fliegen? Ich muss 14 Sekunden warten. Ja, guck mal da oben. Ich glaube, das war da. Na, hier ist auf jeden Fall was. Ah, ich glaube, die... Ja, es ist hier auch überall abgebildet. Ja, ich glaube, dieser Erkundungsfortschritt ist die Vorbestellerbelohnung hier, was wir einsammeln sollen. Hey, da schwimmt doch jemand rum. Da oben ist noch einer. Auf dem Baum. Ah, da machen schon welche Teams und so. Ah, hier oben war auch noch einer. Ah, lol. Okay. Die sind auch auf der Karte eingezeichnet, ne? Ich folge dir einfach. Ich bin zu blöd für sowas. Oder? Wenn es danach geht, muss unter uns noch einer sein. Ne, da hinten ist noch einer. Ja, hier ist noch einer unter uns. Ja, ich wollte jetzt erstmal den hier oben nehmen, weil wir gerade schon oben sind. Dornenrebe? Ja, da musst du irgendwie mit Feuer. Wir haben kein Feuer. Ich weiß, deswegen sammle ich erstmal die anderen hier ein. Wo bist du? Hier oben. Wieder oben? Ja, hier siehst du doch auf, da wo P2 steht. Oder P1 bei dir, ich weiß es nicht. Warte, ich guck mal kurz. Ja, das wird bei dir gar nicht angezeigt. Bei mir wärst du angezeigt auf der Karte mit P2. Doch, doch, du bist schon angezeigt, du bist dieser lila Pfeil hier. Ah, da, aber dann bist du wieder ja, oben. Ja, da oben, auf der Brücke. Überall, wo diese viereckigen Dinger, runden Dinger auf der Karte sind, ist was. Aua! Und ein kleiner Tipp, mach Löwenzahn kaputt, da können coole Sachen rauskommen, habe ich gerade rausgefunden. Ach, ich darf mal wieder nicht hochkommt hier. Escape, bestelle eine Waffe. Ha! Ja, ah, jetzt geht's. Das war noch das Intro. Wir wieder. Okay. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie jetzt, ob das festgelegt ist, was man da bekommt. Weiß nicht, aber ich bin genauso weit. Drücken wir gleichzeitig? C. Ah, man kann es auch überspringen. Man muss nicht machen. Wie hast du das gemacht? Darauf überspringen. Danke, was kostet ein Multi hier? 10 rote, haben wir noch gar keine. Hier 10 goldene. Und was machen wir mit den 80? Mit den 250 schwarzen, die wir haben? Lol. Wie hast du überhaupt gewechselt? Links, Spitzenwaffe und Geburt der Gnade. Hä? Wie links?
Was hast du getan? Los, links, Geburt der Gnade. Ach so, weil. Ja, also ich weiß noch nicht, wofür wir die Schwarzen brauchen. Also haben wir jetzt gar keine Währung, oder was? Kann im Shop gegen Gegenstände eingetauscht werden. Okay, die 200, die wir haben, 250 sind nicht mal 5 Euro. Naja, anscheinend. Hier kannst du sie eintauschen gegen Goldkern und Rotkern. Wo war das? Geh nochmal auf die Bestellung. Klick oben auf das Ding. Ach, Schwabe! Ja, klick oben auf das Ding. Geh auf Bestellung. Oben auf die schwarzen Dinge. Ja, genau darauf. Da kannst du sie bei heiß eintauschen. Ja, aber das ist dann nur ein Goldkern, oder? Ah, ja, und 10 ist ein Multi, soweit ich weiß. Au. Aber es hieß ja, dass man da irgendwie noch was. Hier, tägliche Belohnung gibt's noch was. Ja, Spezialpaket. Ja, irgendwo muss es halt noch die Dings geben, ne? Dann die Vorbesteller-Dinge. Ah, hier gibt's noch was. Hier rechts unten, wenn du da drauf klickst, auf das Lila, ne? Im Shop, genau. Ja, das sind die Waffen. Ah. Da können wir einen Multi machen, auf jeden Fall. Ja, Tatsache. Aber. Es ist doch exakt dasselbe, warum gibt es dann hier verschiedene? Okay, also wir können noch nicht wirklich pullen, aber wo kriegt man denn die ganzen Sachen her fürs Pullen? Es hieß doch, dass man bis zu. Warte mal, ich guck nochmal kurz auf der Homepage. Hieß es nicht, dass man bis zu 5 Multis gratis bekommt. Ja. Auf Fantasy. Ah. Natürlich auch dieses Vorbesteller-Ding wird hier jetzt auch nicht mehr angezeigt. Super. Ich kann mich aber auch gar nicht einloggen gerade auf der Seite. Doch, jetzt. Logins ist successful. Guck doch mal, ich krieg
Jetzt bin ich. Überspringen. Hey, du hast 800 jetzt. Naja, geh mal hier ins Menü, also wieder auf ins Spiel. Nochmal zurück. Oben. Ah, lol. Es wurde jetzt erst angezeigt und wir haben es nicht gesehen, weil wir direkt in dem anderen Ding drin waren. Da kannst du halt alles abholen. Oh, wieso fliegst du denn jetzt raus? Folge unseren offiziellen Accounts. Das heißt, man muss einmal auf Join Now drücken und dann bekommt man es schon, oder? Muss da jetzt nicht noch irgendwas machen, oder? Hey, mir fehlen 50. Dreht das langsam. Indem du Freunde und Nachrichten aufrufst. Ah, Tatsache. 100 fürs Beitreten der Community. Wo? Wer hat das gemacht? Ja, auch dort, wo die anderen Sachen sind. Hä? Bei Belohnungen unten. Folge uns. Da habe ich das einfach angeklickt und dann unter Freunde kannst du das einsammeln. Beide angeklickt. Ah ja, ich habe nur eins bekommen, keine Ahnung, was von beiden funktioniert hat und was nicht. Ich klicke einfach nochmal beides an. ...69.000 Mitglieder online, 162.000 Mitglieder auf dem Discord. Und dann bist du wohin gegangen, um das einzuholen? Freunde. Ja. Okay. Naja, ich habe nur 100 bekommen. Ja, ich auch. Wahrscheinlich 100 für beide. Hey, wir haben jetzt 24 von den goldenen. Und hier gibt es auch noch Missionen, die du abholen. Ah, das hast du wahrscheinlich schon gemacht, ne?
Ja, sollten aber trotzdem noch mehr kommen. Also man sollte bis zu 50 davon bekommen oder so. Und den eintauschen kannst du. So. Und von den Ja, roten das kriegst war du gar nicht. nichts. Nee, das sind die limitierten irgendwie. Für limitierte Banner. Die musst du, glaube ich, selber irgendwie bekommen. Gut, eintauschbar halt gegen die Schwarzen. Weiß nicht, was sich mehr lohnt. Kann ich erstmal aufs Goldene gehen. Genau. Also mich musst du nicht fragen, ich, wie gesagt, blind. Ja, einfach pullen oder was schlägst du vor? Erstmal gucken, im Rucksack haben wir hier noch irgendwas. Schönheitsgutschein wird zum Ausgleich ausgegangen. Ja. Und noch irgendwelche Kisten. Na, da kann man sich was aussuchen. Ne, lass mal. Das heb ich noch auf. Relikte. Materialien, Waffenbatterie. Alte Werwürfel. Fahrzeugquelle. Schließe Mission. Franz Geschenke ab, okay. Gibt es denn irgendwas, das Outfit zu ändern? Wahrscheinlich nicht. Einfach nur ein limitiertes Outfit, was man bekommt. Oh, die Flügel sind aber cool. Also das. Was geändert schon wieder? Kann ich bei Ausrüstung oder was? Nach Outfit. Rucksack-Outfit. Ich will aber die Air-Waffen nicht upgraden, die sehen so scheiße aus. Oh, zwei Multis können wir machen. Die Frage, wollen wir sie schon machen? Schon. Ja, dann let's go, oder? Nächste Woche bekommt man 10 rote. Ja, willst du zuerst? Dann gucke ich erst bei dir einen zu, dann mache ich einen. Also so abwechselnd. Ja. Warte mal, ich will keine Kannst. Waffen machen. Achso. Ah. Geht, glaube ich, nur Waffen. Oder? Dann geben die gar keine roten aus, die für die. Hä? Ich weiß es nicht. Waffen in Hülle und Fülle. Ah. Ich nutze bei Sonderbestellungen. Die Golden kriegst du durch. Okay, ja. Woher kriegst du die Roten? Aber auch bei den Roten kriegst du nur Waffen, oder? Ich glaube, die Waffen und Charakter gehören irgendwie zusammen. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Bin selbst noch verwirrt. Zero, Meryl, Samia. Gibt schon verschiedene Charakter. Ja, Ah, nahm die ich können doch wir noch jetzt nicht nicht. freischalten. Wird man dann doch nur für. Ich glaube, dich haltest du mit den Waffen frei, oder? Keine Ahnung, ich gucke das jetzt. Aha, warte. Okay, viel Glück. Ah, du pullst erst die Lila an. Ja.
Jesus. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut oder schlecht ist. Wahrscheinlich nicht, weil nichts Goldenes oder Pinkes dabei war. Rare. Ja, aber eine SR ist ja garantiert. Alle 10, dachte ich. Ja, du machst doch einen 10er. Alle. Ne, ne, bei jedem Multi ist ein SR garantiert und bei jedem 8. eine SSR. N. Ah, das war so eine Batterie, okay. Alter. Ja. Gilt wohl nicht für die. Wait, what? Also wenn ich hier auf den Charakter bin, ne? Gilt für die Lilanen nicht. Wenn ich bei den Charakteren bin. Hier. Ja. Und dann sagen wir mal, klicke ich auf die hier. Dann steht hier Sonderbestellung und dann werde ich hierher geleitet. Na dann. Aber Nemesis ist doch. Nemesis ist ein Charakter, ja, den bekommst du. Bei. Aber bei denen hier. Warte mal. Mehr Infos. Ah, kannst du tatsächlich nur Waffen bekommen. Aber man bekommt ja auch ein SSR-Charakter gratis nach 7 Tagen, soweit ich es gesehen habe. Hol du mal. Ah, ich will mir hier kurz noch die Sachen nochmal angucken. Wo war denn der Shop? Wie bin ich denn in den Shop gekommen nochmal? Hier. Gibt ja auch nur Sachen. Ja, ein Multi haben wir ja fast schon. Ja, aber die rote waren ja auch nur Waffen. Oder? Nö, hier. Das ist ein Charakter. Und. Na, hier steht auch Waffen. Ja, eben. Langsam glaube ich, du ziehst mit der Waffe den Charakter. Guck mal unter deinen Charakteren. Ist da bei dir irgendwas? Simal krumm. Nö, ich habe ja nur R-Waffen gezogen. Ah. Mach ich auch erstmal die lilanen. Sieht bei dir schon viel krasser aus. Das gut oder schlecht? Ich weiß es nicht. Die Anfangsanimation hat krasser ausgesehen, glaube ich, als bei mir. Oh? Na. Eiskern. Sieht bisher nicht besser aus. Neuen Bogen. Rosenklinge mit Freistern. Jetzt kann ich hier. Ah, jetzt habe ich einen Feuerbogen, den ich. Ich probiere jetzt mal Gold. Soll ich das sagen?
Viel Glück. Ich habe keine Ahnung, ob das gut ist. Ich gucke, jetzt ist es lila. Das heißt, du wirst jetzt hin. Hallo. Hab ne Unit. Das jetzt. Ja, weil, wissen wir nicht, es kann auch einfach nur eine Waffe und weiter. Das war eine Unit. Wird wahrscheinlich beides in einem sein, irgendwie. Ja. Naja, dann okay, wissen wir das jetzt. Dann ist da der SR wohl garantiert, aber kann da jetzt noch ein Fakeout kommen? Safe. Weiß nicht. Bin mir gar nicht so sicher, aber weiß man vorher nie. Fakeout-Schwabe. Weiß auch nicht, ob dies jetzt für die garantierte Animation war oder ob das erst am Schluss kommt oder wie auch immer. Aber ich hab das nicht. Oh, hallo. Und noch eine SR. Ja, die Breite. Jetzt ist halt die Frage, waren das Charakter oder sind das trotzdem nur Waffen? Das sehen wir jetzt gleich, schätze ich mal. Ja, stimmt, weil es sieht schon nach Charakter aus, wenn ich mir das so angucke. Oder? Immer auf dieses Ding, wo du gerade warst. Auf dieses Hell anderen zurück. Trotzdem gucken, ob ich die anklicken kann, beruhig dich.